Moin, ihr Lieben. Heute geht es um zwei Kränze, einem liegenden Kranz und einem hängenden. Hierfür habe ich bemooste Äste gesammelt und schneide diese jetzt in kleine Stücke. In diesem Fall so 6 bis 9 cm. Aus den Ästen wird jetzt eine Kette gefertigt. Hierfür habe ich einen Bindedraht. Ich nehme ein Stückchen, umwickel den Stock 2-3 Mal und verzwirbel ihn. Je fester, desto besser, damit er nicht aus diesen Schlaufen fällt. Wenn es dann doch mal passiert, ist es nicht so schlimm, das kann man dann immer noch nachstecken. Die fertige Astkette wird jetzt um einen Grundkranz gelegt, in diesem Fall einen Reisigkranz. Ich befestige den Draht der Kette und lege jetzt immer die Kette um den Kranz drum herum. Davon habe ich jetzt so 3-4 Ketten, bis ich so ein Grundgerüst habe. Hier seht ihr, habe ich die Kette zu lang gemacht. Dann verheddert und vertüdelt sich die immer. Das ist nicht so angenehm, das nervt einfach. Am besten sind so 60 bis 70 cm lange Ketten. Ist der Grundstock dann fertig, umwickel ich nicht mehr durch den Kranz, sondern außen drum herum. Und da gehe ich dann immer so kreuz und quer über das Geäst. Dann verheddert sich die Kette und man kann es auch alles ein bisschen verdrehen und verzwirbeln. Und zum Schluss verbinde ich dann auch nochmal den Draht mit einem anderen Stück Draht, was da so gerade passend ist, wird einfach miteinander verbunden. Und wenn man das mit den Fingern nicht gut hinkriegt, kann man das auch wunderbar mit der Zange einfach so festdrehen. So, jetzt schaue ich nochmal, ob der Kranz noch Lücken hat. Und da sehe ich da noch eine. Und an den Seiten ist es auch noch nicht perfekt. Da mache ich jetzt praktisch nochmal 3 Ketten und werde die speziell direkt an diesen Stellen anlegen und mit dem anderen Geäst so vertüdeln. Zum Schluss wird der Kranz nochmal komplett fest verzurrt mit einem Draht, mit dem Bindedraht. Wenn ich hier und da noch eine Lücke entdecke, kann ich da noch Holzstückchen reinstecken. Wichtig ist jetzt nochmal richtig schön festziehen, damit das alles ziemlich stabil ist und nicht so rumflattert. Das ist jetzt die Rückseite. Wenn da noch ein Ast kreuz und quer steht, schneide ich den weg, weil ich ja möchte, dass das Plan aufliegt. Und wie ihr seht, ist alles richtig fest verzurrt. Jetzt geht's ans Dekorieren. Hierfür habe ich jetzt eine Rosenprimel gewässert. Natürlich wollen wir den Plastiktopf in unserer Deko nicht sehen, also wird er mit Moos ummantelt. Dafür habe ich Moosplatten genommen, diese an den Topf angelegt und mit dünnem grünem Draht umwickelt. So lange umwickelt, bis das Moos festsitzt. Dieser sogenannte Myrtendraht wird dann zum Schluss noch verzwirbelt und fest verknotet. Für den Tischkranz nehme ich eine Holzscheibe. Man kann auch ein Tablett nehmen oder einen Teller, was man hat oder was man gerne leiden mag. Ein Untersetzer kommt noch hinzu, da man die Primeln ja auch gießen möchte und ich möchte nicht, dass das Wasser auf die Holzscheibe tropfelt. Fertig ist das erste Stück und weiter geht's mit dem hängenden Kranz. Hierfür habe ich Zwiebelblüher ausgewaschen. Diese befestige ich jetzt fest an den Kranz mit dem Myrtendraht. Man kann das ruhig festzurren, über die Zwiebel. Der Zwiebel passiert nichts, der Blüte nicht, der Pflanze nicht. Man kann sie später sogar noch in den Garten setzen. Ich teste auch immer wieder, ob alles schön fest ist, weil der Kranz soll ja hängen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Zwiebeln mit einem Zahnstocher zu befestigen. Aber das ist mir nicht stabil genug bei einem hängenden Kranz. Da nehme ich auf jeden Fall nochmal Myrtendraht, damit alles fest und stabil. Jetzt kommt noch ein Band dran und fertig ist auch dieser Kranz. Über einen Daumen hoch freut sich jeder, natürlich auch ich. Und mega wäre es, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Bis bald und viele liebe Grüße, eure Ines.